Die Druckgrafik war eines der zentralen Projekte des Künstlers. Er fing Mitte der 1890er Jahre damit an. Das heißt, er hatte zu dem Zeitpunkt an und für sich einige seiner zentralen Themen schon vorgeprägt. Doch die Druckgrafik war nicht nur revolutionierend für den Künstler selbst, sondern auch für die nachkommenden Generationen vom deutschen Expressionismus bis hin zu Georg Baselitz. Was Edvard Munch gemacht hat, er hat neben seinen Radierungen, Lithografien, vor allem auch Holzschnitte, Holzrisse angefertigt, die von höchster Experimentalität geprägt waren. Das heißt, dass er einerseits sich an keine Auflagen gehalten hat, ein Werk nach dem anderen gleich einem Unikat behandelt hat. Munch hat überhaupt keine Gattungsgrenzen eingehalten, hat beispielsweise Drucke zu Gemälden gemacht, er hat Drucke in Gemälden integriert, er hat das Format variiert bei dem gleichen Druck, er hat unglaublich viele, beispielsweise bei der Madonna, 4 verschiedene Formate hergestellt, er hat bei den Einsamern eine ganze Serie an verschiedenen Unikaten produziert, die über 20, 30 Jahre hinweg auch in der Veränderung der Druckplatte ihren Niederschlag gefunden hat. Er hat Schablonen dann verwendet, Papierschablonen, Linoleumplatten etc. Das heißt, er hat keine Grenzen gekannt. Dadurch konnte er auch seine Lust auf das Experimentieren in der Druckgrafik voll ausleben. In der Serie des kranken Kindes, einer Lithografie von 1896, kratzte er einen Lithostein. Er schuf eine Serie, wo er die Farbwahl geradezu zufällig dem Drucker überließ, dann natürlich auswählte, aber mit dieser Farbwahl tatsächlich den Gefühlszustand und auch den körperlichen Zustand des kranken Mädchens exzellent darzustellen versteht. Andererseits in einer Reihe von Holzschnitten, wo er mit verschwimmenden Farben, wo er mit Ölfarbe gedruckt hat, wo er mit dem Experiment der Farbe auch eine Unmittelbarkeit erzielt hat, die man normalerweise ja im Schnittsprozess nicht erreichen kann. Aber nicht umsonst sind seine Holzschnitte ja eher Holzrisse. Das heißt, die er sehr wohl mit einer relativ kräftigen Ansatz sozusagen geschaffen hat. Die Neuerungen, die Munch in die Druckgrafik eingebracht hat und die ihn auf die gleiche Stufe mit Albrecht Dürers Radikalität setzen, ist die Einführung der Holzmaserung. Das heißt, dass die Holzmaserung selbst zum Bildelement wird, dass sie bestimmte Elemente im Druck akzentuiert, aber auch selbst bis hin zum Materialdruck, zur Repräsentation ihrer selbst wird.